Fast Production, Digga. Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben neue Produkte. Jawohl. Die zeigen wir euch jetzt. Kommt mal weg. Klar, was haben wir hier, Janis? Wir haben hier einmal wunderschöne Gabelschrumpfschläuche. Ja. Einmal in so einem Chrom, kann man das sehen? Ja, das sieht man. Das sieht richtig einmal geil aus. Schlicht nur das Fast Products drauf, hier WP und nochmal Fast Products. Ja. Dann haben wir die einmal in Blau, das ist so ein helleres Blau. Das ist ohne Chrom. Genau, nicht mit Chrom. Dann einmal so ein blau eloxiertes Chrom. Ja, ein Blau-Chrom. Genau, dann einmal so ein, ja, ich würde es beschreiben wie so ein Six das Days ist, Orange vom ja, Rahmen, ja. Auch ohne Chrom. Leider ein bisschen dunkler, aber... Und einmal... Rot-Chrom. In Rot. Übelst sexy aus. Sieht man das? Also wirklich, ja. Das genau. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ja, und was machen wir damit jetzt? Jetzt klatschen wir die guten Dinger mal drauf auf meine Kiste. Die kommen jetzt an deinem Motorrad dran. Genau, die kommen jetzt da dran. Da finde ja. Ich erstmal Bremse ab. Stuntbacks runter. Schöne Behringer. Richtig investiert hier, würde ich sagen. Ja. Wir bauen mal jetzt das Vorderrad raus, damit wir da besser die Gabel rausbauen können. Das ist die wunderbaren Nicht-Billig-Stuntpacks, die auch jeden Sturz definitiv abhalten werden. Ja, definitiv haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen, dass sie dermaßen zerbrochen sind, als man sich damit auf die Fresse gelegt hat. Deswegen, ja. Was Stuntpacks angeht, würde ich immer die von Pitch empfehlen. Das sind einfach die besten, sehen extrem gut aus, wie man hier sieht. Und das gleiche Design hat man dann auch hier bei uns am Lenker, wenn das hier mal eben fokussieren würde. Ja, genau. Sieht man da, man hat da auch diese Abstufung drin. Hier sieht man es auch nochmal. Hier sieht man es ein bisschen besser da. Genau. Das sieht dann auch einfach extrem gut alles zusammen aus. Sei bloß vorsichtig. Boah, bei der 13er Scheibe ist das easy, ne? Ja, das ist nicht so wild. Bei der 320er, bei den Motomastern ist das schon sehr eng zwischen Scheibe und Felge. So, jetzt Rad raus, wa? Jetzt Rad raus, jo. Ein 17er. Haben wir ein Tuch? Damit meine gute Ali eloxierte Mutter hier nicht kappt. Wo ist eh Kappa drüber, ne? Die war fest. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wie die nach einmal losmachen so. Aussieht. Ja, das aber das geht noch. Das ist Qualität. Nicht, dass sie wegfliegen, ne, Michi? Du weißt, wovon wir reden. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar waren wir im Harz vor 2 Jahren. Und dann waren wir am bekannten Solarwerk. Haben dann ein paar Wheelies und so gemacht, bis Michi dann aufgefallen ist, ey, ich habe gar keine Schrauben in meinen Gabelfüßen drin. Da waren schön auf beiden Seiten, also jeweils die beiden Schrauben, rausgerappelt. Ja, bei der neuen 450 wird das hoffentlich nicht der Fall sein. Das war noch bei seiner alten 300er. Aber ja, war auf jeden Fall lustig. Zum Glück hatte Roman da, glaube ich, noch Ersatzschrauben mit, ne? Der kompletten Ersatzteile, ja. Roman und Patty. Stimmt, der hat den kompletten Ersatzteile-Koffer mit Originalschrauben und so. Und das ist dann relativ schnell gelöst, das Problem. Fast Production Sticker. Man kann theoretisch, wenn man kurz merken, an welcher Position er ist, an der ersten Kerbe. So, da meinst du jetzt die Höhe, ja, nicht, die dass Höhe. Du dein Fahrverhalten wieder hier veränderst, ne? Genau. So. Da kann er. So, welche Gabelschützer dürfen es denn für sie sein? Welche wohl? Ich gehe mal davon aus, dass wir die Orangenen dann nehmen. Genau, die soll es werden. Nein, wir nehmen natürlich die Chrom. Blauen. Ja, da nimmt man zuerst den größeren, stülpt den drüber.
So, dann gehen wir zum Motorrad. Dann kann man den hier schon so drüber stülpen. Jo, mach das mal. Ja. Und dann schiebt man ganz normal die Gabel wieder hoch. Ja, ich würde behaupten, wir bauen das Ganze jetzt nochmal an, machen das einmal richtig fest, machen die andere Seite auch und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir mit dem Heißluftföhner arbeiten und das Ganze dann festmachen. Okay, also wir haben jetzt gerade nochmal uns ein bisschen beraten und sind dann wirklich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir die oberen nochmal zugeschnitten haben. Es war jetzt aber auch kein großer Aufwand, die eben zuzuschneiden. Da geht man dann einmal mit einer Schere lang, nimmt sich einmal das Maß. 17,5 cm habe ich jetzt genommen. Da nageln wir dich jetzt drauf fest. Nee, bitte nicht. Jeder nochmal selber nachmessen, weil es gibt ja unterschiedliche gefräste Gabelbrücken. Nicht, dass es nachher heißt, ne? Der Idiot hat gesagt 17,5, jetzt passt es vorne und hinten nicht. Bei mir sind es 17,5 und ja. Dann jetzt aber bis später, wenn wir das ganze Geschehen auch auf der anderen Seite drin haben. Wie ihr sehen könnt, sind die jetzt hier dran. Hier sind sie schon geföhnt. Das Ganze sieht auch sehr gut aus. Das zeige ich euch gleich im Endergebnis nochmal alles ein bisschen genauer. Hast du da etwa keine Titanschrauben? Was ist das denn? Also das sieht ja, also das da sieht ja schon deutlich besser aus hier. Na, fokussiert. Wenn dir jemand dafür sponsern will, gerne. Kann gleich entscheiden. Jetzt zeigen wir euch mal eben das Spielchen mit dem Föhn. Ich nehme mal irgendwie das Licht mit dazu, damit man das noch ein bisschen besser sieht. Ein bisschen ausrichten und dann kann ich nachher noch ein bisschen bewegen. Genau. Und dann. So. Und da sieht man schon. Und dann sieht man, wie sich der Schrumpflauch da schön anlegt. Immer schön gleichmäßige Bewegung machen, dann von oben nach unten das Ganze runterfüllen. Natürlich dahinter nicht vergessen, man muss rundum, braucht der Schrumpfschlauch Hitze, damit der sich da auch wirklich dann anlegen kann. Oh, der Kabelschrumpfschlauch zieht sich auch nochmal zusammen. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön machst du das. Das ist ein Traum. Ja, ne? Wunderbar, wunderschön. Ja, das war's dann schon. So. So leicht ist die Montage. Jetzt bauen wir das Motorrad wieder zusammen, heißt Vorderrad rein, Lichtmaske drauf. Und dann zeigen wir euch vielleicht nochmal ein paar genauere Aufnahmen davon. Dann sieht man auch mal das Gesamtergebnis, wie sich das jetzt auch dann anschmiegt an dem Motorrad.
Ja, wie ihr seht, haben wir es jetzt geschafft. Die Gabelschoner Überzieher sind jetzt drauf. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, also ich finde es richtig gut. Es passt sehr gut zu deinem Motorrad, muss ich sagen. Ja, ich finde, das schmiegt sich echt schön vorhin an. Ich habe erst gedacht, wegen der schwarzen Gabelbrücke, dass es ein bisschen kacke aussieht. Aber ich finde es eigentlich geil. Also es sieht richtig gut aus. Vor allem das Blau trifft es halt auch wirklich sehr gut von den ganzen eloxierten Teilen. Vor allem von dieser wunderschönen Bremse. Ja, und die Felgen. Ja, und die Felgen. Das passt echt sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr sowas haben wollt, schaut mal bei uns im Shop ab. Ungefähr Ende nächste Woche, denke ich, soll in dem Shop sein. Schaut dann auf jeden Fall mal vorbei. Die könnt ihr dann dort erwerben und vielleicht findet ihr noch ein oder zwei andere Kleinteile, die ihr benötigt. Die könnt ihr natürlich auch gerne mit in den Warenkorb schmeißen. Wie zum Beispiel dieses wunderschöne, supergeile Mega-Produkt. Was ist das denn für ein geiler Kennzeichenhalter, Janis? Ist das der von... Ach ja, das ist der von... Fast Production, Dicker. Also schon auch ein bisschen ein Sitzen eigentlich. Auch für die Cam muss ich sagen, die spielen danach noch eine Rage Game. Ich brauche eine gute Perspektive! Alle warten auf den Burnout! Fast Production, Dicker.